Moin. Welcome back to the channel, everyone. It is Mace returning once again for another video, and today we're looking at Die Anstalt. Die Anstalt. German satire about mailbox companies and tax havens. I'm trying to figure out what mailbox companies are. Are they companies that make mailboxes? Or companies that are involved in, like, mail solicitation? Like, I'm not sure. I guess I'll find out in the video. I really enjoyed the video about the Middle East, and it was all facts, albeit just told in a darkly humorous way, because it's dealing with actually subject matter that's really it's really sad. Obviously, what happened in the Middle East and the U.S.'s involvement in all of the wars and stuff that's went on over there. Mailbox companies and tax havens. Let's go. Oh, and I was told that this is a form of, in Germany it's called cabaret, which goes way back into the 20th century, and it was basically a theatrical form of entertainment that dealt in current day issues and events and political things, political happenings, and just exposing truths, I suppose. Das bieten Menschen im Internet an. Sie müssen sich bloß einen Namen ausdenken, $519 überweisen, und dann haben sie eine Briefkastenfirma. Ja, unglaublich. Auf diese Weise werden 16 Billiarden... This way, $16 quadrillion are hidden in tax havens. Dollar in Steueroasen versteckt. Wissen Sie was? Das machen wir jetzt auch. Was? Ja, ich spiele jetzt jemanden, der keine Steuern zahlen möchte. Sie meinen, Sie spielen sich selbst vor 10 Minuten? Ja, und ich möchte mit den Cash-Reserven nichts mehr zu tun haben. Aber jederzeit darauf zurückgreifen Gut. können. Wissen Sie, was wir machen? Nein? Wir gründen eine Briefkastenfirma. Gut. Die Uthoff Unlimited. You too. Geiler Name für Steuerhinterziehung. Genau. Gut, wie gehen wir vor? Ja, ganz einfach. Ich bleibe hier und Sie gehen in die Steueroase. Für mich als mein Strohmann. Strohmann pro bono. So is this like the Cayman Islands, things like that? Verstehe. Alles klar. Och. Ist aber ganz schön kalt für eine Steueroase. Ja, ist Delaware, USA. Durchschnittstemperatur 10 Grad. Ich dachte, ich gehe offshore. Na, Sie sind doch offshore. Weg vom Strand. I thought it was offshore. He's in Delaware. But the way he said that, I thought it was offshore. You are offshore. Yeah. Das ist völlig trostlos hier und so einsam. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Sie in einem Gebäude untergebracht, wo sie sich mit 280.000 anderen Firmen den Briefkasten teilen. Ist aber nicht sehr hygienisch. Aber sehr ökonomisch. Okay. Hier. Was ist das? Das ist die Directors Declaration. Ah, meine Ernennungsurkunde. Ja, mit diesem Schein werden Sie Direktor. Scheindirektor. Genau. Was? Damit erklären Sie, dass Sie meinen Anweisungen folgen. Moment. Ich dachte, ich bin hier der Direktor. Sie? Ich zahle Sie nicht fürs Denken. Hier. Okay. Was ist das? The Purpose of Attorney. Damit bleibe ich offiziell weiter Geschäftsführer. Bleibe ich Geschäftsführer, obwohl ich offiziell nichts zu sagen habe. Ja, und hier. Moment, was? Was ist das? Ihr Resignation Letter. Ja, Moment, ich resigniere nicht, ich kämpfe bis zum Schluss. Damit bitten Sie um Ihren Rücktritt. Ich habe da noch gar nicht angefangen. Unterschreiben Sie jetzt. Okay, ja. Das Datum lassen wir noch offen. Ja. Moment, da können Sie mich ja auch im Nachhinein sozusagen kündigen. Natürlich. Ich muss mich doch absichern vor solchen Offshore-Hallodris wie Sie. Leute, die solche Papiere unterschreiben, denen kann man doch nicht trauen. Auf, auf gute Zusammenarbeit. Ja, ja. Und was jetzt? Jetzt machen wir mit dieser relativ einfachen Konstruktion sehr, sehr komplizierte Geschäfte, um ein bisschen Steuern zu sparen. Ah, Moment. Sie versuchen doch, Ihr Gelder am Fiskus vorbei ins Ausland zu schaffen. Aber nein. I still have like a pretty limited understandings of how these big companies are able to do this without government like finding out about it or at least going after them for it. That's one of the things I still don't quite get. I know that governments are very aware of these tax havens, but nein, nein, ich mache ganz legale Geschäfte mit Herrn von Wagner von der Uthoff Unlimited. Was für Geschäfte? Dienstleistungen. Herr von Wagner berät mich. Mach ich? Ja, los, beraten Sie mich. Ja, Herr Uthoff, wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz. Dann sollten Sie keine Milch reintun. Hervorragend. Hervorragend. Hervorragender Ratschlag. Dafür zahle ich Ihnen 7 Millionen Euro. Ja. Dankeschön. Das ist Coffee Consulting. Coffee Consulting. $7 million for that bit of consultant work. And that's how they clean the books. Wo ist das Geld jetzt? Bei mir nicht, ich habe nichts zu versteuern. Haben Sie das Geld? Was für Geld? Na, sein Geld. Oh, da muss ich nachschauen. Das ist, glaube ich... Und das ist jetzt das Geld von der Uthoff Unlimited? Herr Mittermeier, ich kann mich doch auf das Bankgeheimnis verlassen. Wer hat's erfunden? Ja, fühlen sich nicht zu sicher, noch. Bald ist Ihr doofes Bankgeheimnis genauso löchrig wie Ihr doofer Käse. Bald? Bald? Ist bei uns in der Schweiz ein sehr, sehr, sehr dehnbarer Begriff. This skit is like laying out how tax evasion works, but I still don't quite understand it. I need like an accountant to explain it to me, like a 5-year-old, for like... I understand in a rudimentary way how it works, but just in a more... I need a complicated version of events explained for a 5-year-old. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Unser Geld ist in Sicherheit in der Schweiz, vermehrt sich da steuerfrei, aber jetzt ist ein Problem. Sie kommen ja gar nicht mehr an das Geld ran. Aber natürlich, gar kein Problem. Ich zeige Ihnen das mal. So. So, da ist das Geld, jetzt werden die Steuern fällig. Das glaube ich nicht. Schauen Sie, jetzt mache ich ein Geschäft mit mir selbst. Ich nehme einen Kredit bei mir selbst auf und der ist... frei. Das geht mir hier jetzt aber entschieden zu schnell. Sagen Sie mal, Herr Uthoff, wenn das so einfach darstellbar ist, dass selbst wir das schaffen, warum machen die Staaten? So the funds went from the original company to the shell company and you know, offshore account business, then funneled to the Swiss account, where it was then extracted by the original company. Hatten da nichts gegen diese Steueroasen. Ich meine, das ist doch gar kein Problem. Schauen Sie, das ist doch ganz einfach. Diese Steueroasen, die können mit den Steuern machen, was sie wollen. Das sind ja völlig unabhängige, souveräne Staaten. Ach so. Okay. Ja, keine Ahnung von Erdkunde. Was? Naja, bayerisches Abitur. Was denn? And what do the tax haven countries get out of it? Like, what's the benefit to their country and economy? So, was haben wir hier? Die Kanalinseln, Bermudas, britische Jungferninseln, Cayman Islands. Das sind die großen Steueroasen. Aha. Fällt euch was auf? Ja, die sind ziemlich klein. Fast. Das sind sogenannte britische Überseeregionen. Die sehen aus wie eigenständige Staaten, sind es aber nicht. Die Regierungen werden von der britischen Königin eingestellt. Das heißt, faktisch gehören die zu England. Moment, das heißt ja, dass Großbritannien, die so tun, als würden sie gegen Steueroasen vorgehen, selber Steueroasen betreiben? Richtig. Ja, aber warum? Da stellen wir uns mal ganz dumm und euch vor, ihr seid eine Regierung und wollt neoliberale Politik machen. Politik gegen die sozial Schwachen, Steuersenkung für Reiche. Ach, für so eine Politik kriegen wir in der Bevölkerung doch niemals eine Mehrheit. Außer? Ja, außer man schafft irgend so einen Sachzwang, oder? Zum Beispiel? Steueroasen, in denen die Steuern viel niedriger sind als im eigenen Land. Da fließt dann das Geld hin Und eurer Bevölkerung sagt ihr, ihr müsst den Reichen die Steuern senken, weil die sonst mit der Kohle in eine Steueroase abhauen. Das nennt man Steuerwettbewerb. Ach, und deswegen sind die Konzernsteuern in den letzten Jahren einfach, die haben sich halbiert? Ja, dann ist die Politik ja gar nicht machtlos. Nein, Klaus, das ist nur eines von den vielen unverschämten Märchen. What a line. No, Klaus. That's just one of the many shameless tales. Spitting facts. Klaus, das ist nur eines von den vielen unverschämten Märchen. Und was machen wir jetzt? Ihr beiden macht jetzt Pause. Yes, endlich. Okay, everybody, let's have a discussion about tax havens and tax law and all of these politics about neoliberal policies, etc., etc., these tax havens, how they operate, etc., in the comments. I would appreciate it. All right, we'll see you in the next one.